und gefährliche Geschichte, aber in den Corner gerettet von Dante. Also, Sie können sich erinnern, diese Liga hieß mal Gambrinus Liga. Gambrinus, dieses großartige tschechische Bier, das war der Sponsor. Aber jetzt ist es eine Wettfirma und da sind nicht alle sehr, sehr glücklich mit der Sponsorwahl, weil natürlich Wetten und Fußball und Sponsor nicht so richtig gut zusammenpasst. Die Rücknummer 7 wird hier diesen Eckball treten. Zadadic heißt der junge Mann, der in wenigen Augen diesen Eckball treten wird. Hochbetrieb im Strafraum von Sturm Graz. Jörg Siebenhandel dirigiert. Der Ball kommt rein, aber ist noch heiß, wollte ich sagen, aber jetzt kann es stehen. Jetzt müsste der Pass kommen. Da ist er auch, aber gut aufgepasst. Schöne Geschichte. Rück Nummer 7. Gefällt mir sehr gut. Und da gibt es auch Applaus. Zadadic heißt der Mann mit der 7, der auch zu Beginn beim Testspiel gegen Rapid die Rapid-Abwehr schwindlig gespielt hat. Ballglück, aber Ballbesitz für Sturm. Hoher Ball und der geht leider bei Friesenbichler ziemlich weit vorbei. Und der Trainer von Sturm Ilz, der steht in seiner Coachingzone und schaut sich das an und denkt sich, naja, die machen Druck, die Tschechen. Fendrich, der Mann ganz in Orange, der schlägt das Leder ab. Sturm reagiert jetzt extrem gut, nämlich mit Vorchecking bereits am Meter Nummer 20. Und hier rettet es los ein und Fendrich. Wunderbare Aktion. Da gibt es auch den verdienten Applaus dafür. Und jetzt deutlich zu erkennen, umso früher man attackiert, umso besser ergeben sich Torschancen. Corner Nummer 1 in diesem Spiel für Sturm von der linken Seite. Und bin gespannt, was die Blackies aus diesem Corner machen. Bin hier ein bisschen eingeschränkt mit meiner Sicht, aber sehe, dass der Ball in den nächsten Sekunden reinkommen muss, nämlich in den Strafraum und ja, gerettet. Weg abgeschlagen, aber Sturm findet ins Spiel. Das ist klar zu erkennen. 13 Minuten sind gespielt und jetzt kommen diese Passes, die einfach ja, die gefährlichen Geschichten sind. Ich darf Ihnen noch das Schiedsrichterteam vorstellen. Michael Steindl leitet das Spiel. Dominik Grasser und Thomas Ofner sind die beiden Assistenten an den Linien. Also Christian Steindl, einer, der es kann, ein ja, Bundesliga-Schiedsrichter, einer, der bereits sehr, sehr oft im Einsatz war in Österreich. Der leitet das Spiel, Christian Steindl. Versuch jetzt wieder, und das war auch die quasi die Kopie beim Rapid-Spiel, und nur ist Sturm natürlich vorgewarnt, aufmerksamer, dass hier nichts passieren kann. Weiter, schöner Pass. Jetzt der Haken abgespielt, Kurt Jantscher kurz abgespielt und dann ja, gibt es den verdienten Applaus dafür.
Jancho, der mit sehr, sehr viel Einsatz versucht, hier über die linke Seite gemeinsam im Verein mit Dante Druck zu erzeugen. Und wir sehen es hier sehr schön in der Auflösung, auch hoffentlich Sie am Bildschirm, wo immer Sie sehen, im Freibad oder am Handy, wie Sturm versucht jetzt diesen Angriffsdruck der Tschechen ein wenig zu bremsen, nämlich viel früher attackieren, sie nicht mehr so wie jetzt. Er hat keine Chance mehr auf den Ball. Nur ein Foul hilft da, da hat der Linienrichter die Fahne oben gehabt. Ja, und so spielt man es. Die Anlage, die wir hier sehen, die gefällt mir gut. Ist natürlich eine Kraftaktion, aber Sturm versucht jetzt in den letzten Minuten die Tschechen bereits in der eigenen Hälfte zu attackieren. Gitschewili mit dem langen Pass. Das könnte was werden. Zwei laufen mit Querpass und ich kann mich nur den Zusehern anschließen. Das war extrem gut gemacht und da waren es wieder die Zentimeter. Aber wir sehen ganz, ganz deutlich, wie schnell der Trainer bzw. der Kapitän Hierländer reagiert hat und die Attacken bei den Tschechen weitest früher beginnen. Sturm steht in der Halbzeit des Gegners und versucht hier natürlich zu verhindern, Angriffe aufzubauen. Ja, also niemand steigt ab in der tschechischen Liga. Zwei Aufsteiger, die Liga wird einfach vergrößert. Auch eine vernünftige Lösung. Und wann die spielen, habe ich gefragt. Einen Verantwortlichen, niemand weiß, ähnlich so wie in Österreich, wie es funktioniert. Aber jetzt könnte was werden, Achtung. Schöner Doppelpass und Dante, aber der kommt nicht ans Ziel. Weiter Abschlag. Dann ist der Foul gepfiffen an der Schiedsrichter. Ich jetzt als Foul gewertet, aber Steindl war näher dran als ich. Jakub Jancho ist der Mann jetzt, der ins Abseits gelaufen ist. Ja, das Reklamieren nutzt nichts. Ich kann es immer wieder nur sagen, Zavadic, das ist der mit dem Zopf, der hat natürlich beim Schiedsrichter gesagt, das war ein klassisches Foul, ich bin da niedergezogen worden. Aber okay, jetzt die Tschechen. Und Sie hören, dass ich noch tschechische Fans mit dabei und dann, okay. Das war dieser Schritt, der gefehlt hat, dann wäre die Geschichte gefährlich geworden. Mudec heißt der Mann, der das Leder fast erreicht hätte. 18 Minuten gespielt, 0:0 und ein Spiel mit durchaus ernsthaftem Charakter. Das haben sich beide Trainer gewünscht, zumindest in den ersten 45 Minuten, einmal zu schauen, was hier möglich ist. Franco Foda, natürlich ein zusätzlicher Motivator für die Sturmspieler, da schaut der Teamchef zu, vielleicht falle ich ihm auf, ganz besonders Achtung, gefährlich, es gibt Foul, keine Frage. Taktisch auch schnell gespielt auf die rechte Seite. Und dann ist es Dante, der hier sehr gut mitdenkt und den Ball aus der Gefahrenzone gebracht hat. Jetzt wieder die Tschechen, weil Sturm eben aufgehört hat, früh zu attackieren. Die kommen jetzt über die Mittellinie, haben den Ballbesitz und haben alle Möglichkeiten, einen Angriff aufzubauen. Immer ja, der neben mir einen Kollegen sitzen, der hört offensichtlich die Gespräche des Trainers und hat mir gerade gesagt, der Trainer hat gesagt, ein bisschen Tempo rausnehmen aus dem Spiel der Tschechen aus Opava. Dante wirft ein. Schwierig im Augenblick, wohin soll er werfen?
alles abgedeckt und mit einem schönen Versuch hätte das fast klappen können. Friesenbichler mit der Ferse und ja, wenn der Ball kommt, dann brennt der Hut und zwar ganz schön anständig. Sturm jetzt wieder da rechts. Ehrlicher Pass, der geht gut. Prima. Sturm, einer läuft mit, oder? Der Direktschussversuch. Gefahr noch nicht gebannt für die Tschechen. Wieder sind es die Blackies, die halt ganz in Weiß sind. Bringt er das Leder rein? Ja, Kopfball und wie war's? Fendrich, herrlicher Kopfball. Der von Sturm Graz und Fendrich, ja. Prima, der Name, der sympathisch macht. Und Baljai hat hier fast das 1:0 erzielt. Aber Fendrich großartig reagiert, der Torhüter. Zweimal schon einen hundertprozentigen, wie wir sagen, abgewehrt. Und abseits Position, direkt vor mir der Linienrichter mit der Fahne in der Höhe. Oder. Graz jetzt mit dem Problem der Anspielbarkeit. Gibt es jetzt wenig Möglichkeiten, wenn wir es am Bildschirm verfolgen? Partner zu finden, die man anspielen kann. Tante zurück, Janscher, der kann gehen, der macht schnell, der spielt auf Tante, Tante über die linke Seite. Jetzt müsste der Pass kommen. Noch einmal. Und dann gibt es den zweiten Corner in diesem Spiel für Sturm Graz von der linken Seite. Eins kann man hier ganz locker schon einmal jetzt nach 22 Minuten sagen. Das ist ein anspruchsvolles Spiel. Es ist ein Spiel, wo Kombinationen versucht werden. Bei Sturm haben wir es gesehen, zweimal der Lauf nach vorne und doch bei den Tschechen. Waren zwei nicht ungefährliche Situationen dabei. Eckball kommt rein und gut weggeköpft. Und jetzt der Schuss und der geht über das Tor. Fendrich hat das erkannt. Und es gibt Torabstoß vom Gehäuse des SFC Opera. Ja, wie gesagt, Slavia Prag, Dukla Prag, das sind alles die Traditionsvereine. Und einer davon ist eben auch der SFC Austria. Trainingscamp hier in Bad Waltersdorf, da war die Mannschaft und als Abschied und da haben sich alle darauf gefreut, alle tschechischen Spieler gegen Sturm Graz spielen zu können. Und das ist die letzte Phase dieses Trainingslagers. Dann wird gefährlich, Siebenhandel und gut gemacht. Aber wir haben es gesehen, so ähnlich war die Geschichte gegen Rapid und plötzlich ist es 3:0 gestanden. Unmittelbar nach Ende der Begegnung fahrt das Team von Opava nach Hause, circa 5 Busstunden von Graz weg. Und dann ist dieses Trainingslager in der Steiermark, das von IFC International Football Camps Styria veranstaltet wurde, zu Ende. Das Land Steiermark, das Sie an der Bande sehen, hat natürlich auch großes Interesse, dass sehr, sehr viele Mannschaften in die Steiermark auf Trainingslager kommen. Heuer natürlich furchtbare Geschichte mit der Corona-Sache, desinfizieren und prüfen lassen. Aber hier in Bad Waltersdorf kann man nur sagen, großes Kompliment. Während hier quer gespielt wird und das Problem sichtbar wird, da ist niemand, der mitläuft und dann ist eine gut stehende Verteidigung und dann ist das Pech. Ja, das ausrutscht. Aber nichts passiert. Es gibt Einwurf für Sturm. Tante wirft. Noch einmal Tante Janscher. Tante ist jemand anspielbar. Abseits. Ganz klare Geschichte. Aber gefälliges Spiel auf beiden Seiten. Durchaus, würde ich sagen, traue mich zu sagen, Meisterschaftscharakter. Da wird versucht, von allen vollen Einsatz zu liefern.
Ja, der lässt sich Zeit, schaut. Die stehen gut da vorne, da sind 4-5 Mann anspielbar. Und jetzt wird der Ball kurz gehalten. Das war nicht die beste Idee des Torhüters. Jetzt wieder einen weit abschlagenden Ball. Tut er auch. Und vom Rücken abgeprallt. Und die Abwehr hat sich nailed. Weit nach vorne, aber da dürfte nicht allzu viel passieren. Wittrich. Ah, Ballverlust, jetzt Achtung, ja, Fahne des Dingenrichters. Da muss man aufpassen, wenn die die Chance haben, dann nutzen sie es. Und es war wirklich schön zu sehen, ich habe vorher mit dem Manager des Teams gesprochen, er hat gesagt, das ist unser Höhepunkt des Trainingslagers. Wir haben wenig Geld, es gibt einen Gönner, der halt dieses Trainingslager bezahlt und dann noch am Ende das Spiel gegen Sturm Graz, das ist schon was ganz Besonderes für uns. Und jetzt gibt es die Trinkpause. Ich sehe hier nur nicht runter, aber ja, genau. Vollkommen richtige Entscheidung des Schiedsrichters. Ich habe mich angeschlossen, auch einen Schluck Mineralwasser. Es ist schwül hier, aber wir dürften Glück haben mit dem Wetter. Das dürfte am Stadion vorbeiziehen. Es waren wirklich dunkle Wolken und hat mich erinnert an die Geschichte vorgestern, glaube ich, war das in Graz, wo es also wild runtergegangen ist. Ja, Steindl mit seinen Kollegen und ja, die kriegen Gott sei Dank auch Wasser. Und das ist natürlich auch eine Phase, wo man mit den Spielern kommunizieren kann, wo der Trainer Christian Ilzer steht seinen Kicker und sagt, wie man es besser machen kann, wie man es schneller machen kann. Also auch wenn sie so wollen, ein Timeout, ein Coaching, alle haben Wasser zu sich genommen, Zabadil, Modek sehe ich hier und für mich der wichtigste Mann im Spiel der Tschechen, die Rücknummer 7, Zabadil und dann ist es die Nummer 77, das ist einer, der die Tore machen kann, Dordic. Und Einwurf jetzt für Sturm, Dante wirft. Schön reagiert und ja. Jetzt halt wieder die Geschichte, wann wird attackiert. Gut, jetzt müssen Sie sich was überlegen. Und plötzlich ist der Ballverlust da. So kann man ins Spiel zurückkommen. Es gibt Einwurf für Sturm Graz. Wird schnell eingeworfen. Dante hat das Leder, der wird querspielen. Und dann, ja, Riemer, der weite, lange Pass. Allerdings zum Gegner. Gefällt mir gut, das, was die Tschechen hier abliefern und auch Sturm Graz hat zwischendurch unglaublich schöne Ball. Ja, das war ein Foul. Aber nicht absichtlich begangen von der Rücknummer 47. Wenn ich es lesen könnte, könnte ich Ihnen den Namen sagen. Aber ich glaube, er heißt Texel. Das war der Mann, der das Foul begangen hat. Dante, Jakub Jančar, der versucht den Doppelpass. Noch einmal Dante und dann hat er Ball gekriegt, kriegt das Leder zurück. Jetzt wird der Schuss kommen oder eine Flanke. Das war die unglücklichste Variante, weil es das Spiel der Tschechen beschleunigt. Ja, aber im Hintergrund die Zurufe der
Verantwortlichen des Teams. Schöner Pass, Nolek. Und dann das Foul. Bitte schießt. Jäger, der Mann mit der Nummer 17, 7 Handel. Ich habe da immer so irgendwie ein komisches Gefühl. Er geht weit raus, spielt gut mit und solange es passiert, ist alles richtig. Janča, wen kann er anspielen? Den, ja, das war ein Foul, aber das kann man unter die Kategorie ja, Rempler einordnen. Kitjeschwili war es, der da zum Stolpern gebracht wurde. Schöner Pass, aber das geht sich nicht mehr aus. Fendrich, der aus seinem Tor und jetzt schnell, jetzt das Tor wäre leer. Und ja, das wäre es gewesen. Da hätte er berühmt werden können, der Friesenpichler aufs leere Tor. Jetzt muss der Siebenhandel raus. Ja, das macht er perfekt. Spannendes, flottes Match, das wir hier sehen und die Zeit vergeht unglaublich schnell. 31 Minuten sind hier gespielt und wir haben 200er gesehen für Sturm Graz und ja, eine Riesenchance für die Tschechen. Jetzt wieder Achtung aufgepasst, da ist niemand mitgelaufen und der Ball bleibt. Ja, ich sag's Ihnen, ja, die Nummer 7. Leitet das Spiel und abgepfiffen. Aber die Nummer 7 ist natürlich der, der ist hier der Dirigent Zanadic, der versucht hier seiner Mannschaft den Takt vorzugeben. Augenblick, Abschlag vom Torhüter. Ja, und jetzt attackieren sie wieder mehr als in den letzten 10 Minuten. Der Ball kommt, aber Linienrichter hatte die Fahne oben und war auf Ballhöhe. Also ich glaube, diese Entscheidung absolut korrekt und in Ordnung. Einwurf. Opera. Ja. Was passiert eigentlich, bin ich gefragt worden, wenn ein Spieler die glatte rote Karte in einem Freundschaftsspiel bekommt, zum Beispiel jetzt nach diesem Fall, er hätte die rote Karte gezogen, dann ist er automatisch für das erste Meisterschaftsspiel gesperrt. Also das wissen die alle, eine glatte rote Karte bedeutet eine Sperre von einem Spiel in der Meisterschaft. Also nicht bei Freundschaftsspielen, sondern das ist dann wirklich in der Meisterschaft. Achtung, gefährliche Situation. Das sind die Standards, das haben die hier trainiert in Bad Waltersdorf. Und da sind ein paar dabei, die können schießen. Da sind ein paar dabei, die sind Kopfballspezialisten. Schauen wir uns mal an, wie die Aktion vorbereitet wird. Kommt rein! Und gut abgewehrt von Sturm Graz. Aber auch gut angetragen. Das war genau dieser Bereich, der sehr, sehr schwer abzudecken ist. Einwurf von der und für Opera. Ah, da ist niemand. Der hat das Problem, jemanden zu finden. Das ist das, was zu erwarten war, aber immerhin. Aus einer Situation, die ziemlich hoffnungslos ausgeschaut hat, einen Corner rauszuholen, Kompliment. Eckball, schauen wir, wie diese Ecke hier angetragen wird. Ball kommt hoch rein zum Fünfer, aber gut gestanden. Sehr, sehr gut. Souverän. Und jetzt kann es gehen.
Jetzt könnte es schnell gehen, aber leider. Unpräzise der Pass. Fendrich muss da weit raus. Und einen hoffnungslosen Ball einfach weg von seinem Gehäuse. Sturm jetzt präziser, genauer in den Passes. Schön zu sehen. Die Motivation ist da. Spieler vor dem Spiel verfolgen dürfen. Die wollen hier großartig gemacht von Dante. Kompliment. Janča läuft mit. Was macht der Dante? Spielt ja, dort rein, wo man es nicht tun soll, wenn man den Ball verliert. Deswegen auch der Freistoß für Opa war vollkommen in Ordnung. Gizeschwili hat hier dieses Foul begangen. Schauen wieder mal auf die Uhr. 36 Minuten schon gespielt in dieser ersten Halbzeit. 9 Minuten heißt das im Umkehrschluss. Ja, und die 200, die sind gekommen, natürlich. Und ich bin mir ganz sicher, da stehen noch ein paar vor dem Stadion, die einfach nicht rein dürften. Das ist ganz genau kontrolliert geworden. Achtung, jetzt wird es gefährlich. Jetzt kommt der Ball in die Mitte und 11 Meter. Da war die Hand im Spiel. Meiner Meinung nach, ich habe es aus dieser Position so gesehen. Elfer. Ja, 11 Meter, ganz klare Sache. Da war die Hand im Spiel, es war nur. Ich habe auf den Linienrichter geschaut, der hat sofort Fendrich so. Wir schreiben die 38. Minute, Elfmeter für Sturm Graz. Jakob Janča wird diesen Elfmeter treten. Fendrich im Tor. Ball ist freigegeben, Achtung, kommt und ja, 1:0. Kompliment, Gratulation. Sturm Graz führt hier in dieser Begegnung jetzt in der 38. Minute mit 1:0 durch ein Elfmeter-Tor von Jakob Janča. Hand war hier im Spiel im Strafraum und unser Kameramann macht einen Schwenk ins Publikum und Sie haben es gesehen, mehr geht nicht. Das waren die 200, die einfach hier rein dürfen und ich möchte nicht wissen und wer es Ihnen sagen, schau in der Pause, wie viel draußen noch vor dem Stadion sind. Auf jeden Fall, wir notieren die 39. oder 38. Spielminute. 1:0 für Sturm Graz, Elfmeter, Jakob Janča, perfekter Elfer, ins richtige Eck hat den Tormann in die falsche Ecke gelockt und bin gespannt, wie die Tschechen, nämlich wie Opava jetzt reagieren wird. Gefährlich, da muss der Tormann raus. Keine Chance übrigens für Fendrich bei diesem Elfmeter. Das ist natürlich eine Glücksgeschichte. Der sucht hier eine Ecke aus, der Torhüter, und dann, wenn es 50-50, so ähnlich würde ich sehen. Dante sucht jemanden, den er reichen kann, kriegt den Ball wieder zurück. Ball kommt hoch Richtung Strafraum, Gizeschwili, aber er kommt nicht ans Leder. Der Fehlpass, da könnte was werden draus, da haben sich die Sturmspieler selber gewundert. Noch ist die Aktion im Gange, noch hat Sturm alle Rechte, aber jetzt in diesem Augenblick muss Jörg Siemhandl, ja, und der macht das nicht schlecht, nur ist in diesem Fall der Pass nicht angekommen und Linienrichter hat die Fahne oben. Aber der moderne Fußball oder der neue Fußball, wie wir sie ihn nennen möchten, ist einfach, wo ein Torhüter mitspielt,
Bands geht. Und Jörg Siebenhandel macht das perfekt, der macht das gut. Und hat eigentlich eine Riesenchance der Tschechen zunichte gemacht. In der zweiten Halbzeit wird dann Schützenauer im Tor sein. Ilt wird seinen gesamten Kader natürlich zum Einsatz bringen, ebenso wie die Mannschaft aus Opava. Aber jetzt könnte es werden. Palay spielt einen wunderschönen Pass. Der kommt. Flanke müsste jetzt da sein, aber da ist niemand. Da ist leider niemand. Schön angetragen. Und ja, Geierhofer hat versucht, aber da war leider niemand, der diese gute Idee übernehmen konnte. Klares Foul, keine Diskussion. Ja, gut gemacht von Dante. Der bewegt sich, der ist permanent in der Rochade. Ja, jetzt wird es schnell. Fähnlich. Und auch die Tschechen versuchen in diesen letzten Minuten das Spiel noch einmal ins Tempo zu bringen, aber Sturm steht gut. Das ist jetzt schön zu sehen. Und dann die Möglichkeit, Dante, der zieht jetzt in den Strafraum. Wer läuft mit? Ja, Jancho ist da. Ja, und einen Schritt wieder. Aber gut gemacht, gut gedacht, der hätte das Leder übernehmen können. Giger. Und das war das Foul. Freistoß für die Blackies, die heute ganz in Weiß hier. Irländer, der Kapitän, macht persönlich, wird diesen Freistoß kurz abspielen. Ja, um einfach den Ball in den Reihen zu halten. Das gelingt im Augenblick sehr, sehr gut. Irländer wieder. Ja, müssen wir irgendwie da um die Kurve kommen. Und es gibt Einwurf für die Krater. Dante wird werfen. Noch einmal Dante, schön gemacht. Technisch ein Gusterstückgürtel und ja, gut gelöst die Situation. Da gibt es keinen Weg oder da gab es keinen Weg mehr aus diesem Wirrwarr. Zurück also zum Torhüter, das war jetzt suboptimal und hoffentlich ist da nichts passiert. Ein Foul, ganz klar, aber sicherlich kein absichtliches. Die Rücknummer 47 ist hier Textl, der steht auch schon wieder. Ja, Freistoß jetzt für das Team von Opava. Wir waren mit der Nummer 7, habe ich Ihnen gesagt, der ist hier für alles zuständig, Radavic. Und der wird auch diesen Freistoß treten. Der kommt angeschnitten rein in den Strafraum und ja, das Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Gute Idee. Tick zu weit und es gibt Abstoß vom Gehäuse, Sturm Graz. 44 Minuten sind absolviert und ich kann mir vorstellen, dass Schiedsrichter Steindl in wenigen Augenblicken zum Halbzeit-Tee bieten wird. Es wird wohl kein Tee werden, es wird wohl ein stilles Wasser sein, das die Spieler aufnehmen werden. Und werden dann zu Beginn der zweiten Halbzeit die zweite Variante präsentieren, mit der der Trainer von Sturm Graz in diese zweite Hälfte geht. Die 45 Minuten sind um, aber schaut schon auf die Uhr, der Schiri.
Und 1:0 nach 45 Minuten. Jakub Janča hat das Tor erzielt aus einem Elfmeter. Absolut richtige und korrekte Entscheidung. Ich sehe gerade den Franco Foda, der neben mir vorbeigeht, hat einen durchaus freundlichen Ausdruck hinterlassen, nämlich Gesichtsausdruck. Wir melden uns zu Beginn der zweiten Spielhälfte wieder. Das wird so in circa 10, 12 Minuten sein. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch durch diese zweite Spielhälfte begleiten würden. Sturm Graz führt gegen Opava mit 1:0. Thank you.
Wir sind zurück. We are back again. Thank you. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Durchgang. Das Testspiel, das dritte Testspiel des Buntigamer Sturm gegen SFC Opava. Und ein paar Änderungen hat es gegeben. Das hat da angekündigt, der Trainer. Und ich darf Ihnen ganz kurz die Aufstellung der zweiten Halbzeit bei Sturm Graz übermitteln. Schützenauer ist jetzt im Tor, die Viererkette Ingolitsch, Geierhofer, Jäger, Trummer, Koch mit der 22, Lubitsch mit der 30, Jakob Jantscher nach wie vor den 13er, Kittischwili 10, Husbeck ist mit dabei mit der Rücknummer 18 und Balay mit der 9. Das ist die Formation, mit der Sturm Graz in die zweite Spielhälfte geht. Kann Ihnen leider keine Wechsel der des Teams vom Opava sagen, weil ich da nur einen handgeschriebenen Zettel habe, wo Namen oben stehen. Fähnrich sollte weiterhin im Tor sein und auf den warten wir, glaube ich. Schiedsrichter Steindl hat die Ruhe weg. Jawohl.
Und es ist nicht Fendrich, sondern der zweite Torhüter der Tschechen, der hier das Tor hüten soll. Ja, dürfte eine kurzfristige Entscheidung sein. Ich habe noch immer den Herrn Fendrich auf meiner Liste. Also jetzt die Gäste aus Oppa von rechts nach links, Sturm von links nach rechts. Gleich einmal ein Foul, das ist wichtig. Da macht man sich einmal oder verschafft sich Respekt. Lubic war das, der das Foul verursacht hat. Weiter Ball der Tschechen Richtung Sturmgehäuse. Schürzenauer, wie gesagt, jetzt im Tor und dann. Dann gibt es den Einwurf für Sturm Graz. Eins zu 0 führen die Grazer nach diesem Elfmetertor von Jakob Jantscher aus der 38. Minute. Und eine Minute genau im zweiten Durchgang absolviert. Und Sturm. Bin gespannt, wie sich die Taktik jetzt verändert oder nicht ungefährlich jetzt. Eingeworfen. Sehr, sehr gut gelöst von Sturm. Schöner Doppelpass. Jetzt könnte es schnell gehen. Vorteil gut gemacht. Noch immer Sturm Graz in der Vorwärtsbewegung. Da laufen zwei mit im Strafraum, jetzt kommt der Haken und jetzt müsste die Flanke kommen und das wird ein Eckball. Aber schön gemacht aus einer Situation, die definitiv nicht für einen Angriff geplant war. Ja, da fährt ein Motorrad hinter uns. Das dürfte ziemlich ein ziemlicher Motorsportler sein. Das Schöne daran ist, und ich hoffe, das kriegen auch Sie mit Sinn, dass es endlich wieder Hintergrundgeräusche gibt beim Sport, beim Fußball. Das ist die Emotion, die gefehlt hat während dieser Ebola-Zeit, die natürlich nach wie vor im Einsatz ist. Eckball für die Grazer und an die Latte und dann hinters Tor. Riesenchance für Sturm Graz, gleich zu Beginn von Hälfte 2. Latte und dann ins oder aufs Tornetz eigentlich in diesem Fall. Und jetzt versuchen die Tschechen noch einmal Gas zu geben. Aber Sturm steht jetzt gut. Schützenauer spielt mit genauso wie sein Haupttorhüter Siebenhandel. Schöner Doppelpass, gut gemacht. Auch diese Variante gefällt mir gut. Da läuft niemand mit im Strafraum. Aber einer ist da und der macht den Ausgleich. 1:1 steht hier. Unglaubliche Geschichte. Kurzer Konzentrationsfehler in der Sturmabwehr und dann quasi nur mehr das leere Tor zu treffen. Das war hier die Kunst und deswegen steht es jetzt in der 49. Minute 1:1. 1:1, also Sturm hat Handlungsbedarf. Dieses Spiel muss gewonnen werden. Das hat der Trainer gesagt und bin gespannt, wie die Blackies, die heute ganz in Weiß sind, darauf reagieren. Ich hätte Dordic als Torschützen gesehen, bin mir aber nicht sicher, da ich nur einen handgeschriebenen Zettel vor mir liegen habe. Naja, die gehen jetzt raus. Die geben anständig Gas. Dieses Tor hat motiviert, die Rücknummer 7.
Sabatic ist natürlich einer der älteren Spieler, aber das brauchst du, der eine Mannschaft dirigiert, der eine Mannschaft führen kann. Und das macht er. Wieder ein herrlicher Pass. Achtung, Gefahr im Strafraum. Schöner Doppelpass. Und dann, Gott sei Dank, hat sich von Sturm Graz gerettet. Also die spielen sie jetzt gut, die Tschechen, in diesen Anfangsminuten. Auch dieser Pass, der geht gut, aber ja, klare Geschichte. Stürmerfaul entschieden vom Schiedsrichter. Was war da? Schützener. Weiter Abschlag. Ingolic, die Rücknummer 24, versucht immer wieder ans Leder zu kommen. Geierhofer wäre eventuell anspielbar. Was macht er? Direkt auf das Bein eines Tschechen. 1:1 also, und wir schreiben die 51. Spielminute. Ein Spiel, das durchaus noch immer Spannung hat. Jetzt war die Fahne des Linienrichters oben. Einwurf für Opala. Und die machen da mächtig Druck jetzt. Ja. Natürlich faul, überhaupt keine Frage. Ingolic wird Freistoß treten. Viel Gefühl, aber momentan ist es ähnlich der ersten Spielhälfte. Die ersten Minuten gehören ganz klar, wenn man von diesem Lattenkopfball absieht, den Tschechen. Wieder über die rechte Seite. Wieder der versuchte Doppelpass. Noch nicht die Flanke und da steht niemand. Der ist Motorseel allein. Der kann aufspielen. Und nur ist niemand da, der schießen kann. Aber der kann es. Der mit der Wand. Nicht Ball. Also da waren jetzt einige Abwehr. Missverständnisse. Plötzlich kommen die allein zum Schuss. Und es gibt Eckball. Wir sollen anders schießen als Zabatil, der Mann mit der Nummer 7. Da gibt keine Balljungs. Fünf, sechs Tschechen im Sturm, Strafraum. Eckball kommt hoch rein. Weggeköpfelt, aber noch immer der Ball. Jetzt nicht mehr. Einwurf für die Grazer. Aber die letzten paar Minuten haben aufgezeigt, wie schnell man eigentlich diese Abwehr von Sturm Graz durchspielen kann. Da muss sich, glaube ich, der Trainer noch einiges überlegen. Muss aber auch dazu sagen, eine andere Aufstellung als in Hälfte 1, die wir jetzt zu sehen bekommen. Schauen wir uns mal an, was da geht. Der geht gut und der geht dann zum Torhüter der Tschechen zurück. Herrlich gemacht. Schön gespielt. Jetzt müsste der Pass kommen. Das Foul hat er nicht gesehen, der Schiedsrichter. Oder er lässt Vorteil gelten. Flanke kommt rein und da war das Bein eines Tschechen dazwischen. Die machen das jetzt schnell. Fehlpass.
Ball Glück jetzt für Sturm Graz. Tätig. Nicht mehr aus, leider. Ingulic kommt da nicht mehr ans Leder. Ja, Sturm jetzt. Da steht die Abwehr. Weites. Ja, damit die Zuschauer auch was haben davon, gibt es Einwurf für Sturm Graz. Ja, Trinkpause nach 56 Minuten. Hätte ich gedacht, aber in Wahrheit war es eine Rochade der Extraklasse. Unglaublich viele neue Spieler jetzt mit dabei. Das ist der Jüngste, der die Reise hier ins Trainingslager in die Steiermark mitgemacht hat, ist 16. Und da sind jetzt sicher ein paar dabei, die die sich hier empfehlen wollen. Es geht sich nicht mehr aus. Zum Torhüter, der mit dem weiten Abschlag und Ballbesitz bleibt bei den Tschechen. Riemer, der ist jetzt gelingt. Taktisches Foul, nichts passiert. Freistoß für Sturm. Schützenauer. Ja. Geht absolut in Ordnung. Braucht man nicht diskutieren, Baller ist hier gerempelt worden. Ingulic hat den Freistoß ausgeführt. Ja, schöner Pass abseits. Panas ist Linienrichter so oben, abseits. Gute Zwiesprache, Match geht weiter. Foul angezeigt vom Linienrichter, Freistoß für Sturm. Ja, und jetzt muss man das Leder irgendwie in die Gefahrenzone des Gegners bringen. Und da so sind die Spieler rein, da bleibt einem das Herz stehen. Da war viel Glück dabei jetzt. Weg mit dem Leder, Mann.
bisschen entlasten. Einwurf für Opa. Ja, die haben momentan definitiv mehr vom Spiel als Sturm Graz. Balle wollte nicht werfen. Ingulic ist der Mann jetzt auf Balle. Foul. Richtig. Klar, warum der fünfte Schiedsrichter war, ist weg vom Ball. Diese berühmten Abstände müssen eingehalten. Ein herrlicher Pass und da ist der Goalie. Aber gut gespielt, gute Idee und auch den Torhüter überrascht, der plötzlich raus musste. Ja, das sind jetzt diese Phasen, die unglaublich gefährlich sind, weil die Tschechen versuchen jetzt natürlich, solange es geht, den Ball in den Reihen zu halten und dann Zettel wird kommen, ein Wechsel bei Sturm mit der Rückennummer 15 und Scheiban Hakschei mit der 33 ebenfalls neu im Spiel und auch einen weiteren Wechsel wird es hier geben. Bacher mit der Rücknummer 40 wird neu ins Spiel bei Sturm Graz kommen. Da lasst er alles durchtesten. Rechts hat er, der Trainer. Wir haben jetzt doch einige im Vergleich zur Hälfte 1 doch einige Patzer gesehen oder Unsicherheiten und da will er mal alle Spieler durchtesten lassen, die ja, da muss er raus. Schützenauer wird ausschießen müssen. Ja. Schwierige Geschichte, wohin? Wohin das mit dem Leder? Weit weg. Ja, die stehen gut. Die stehen sehr, sehr gut, die Verteidigung der Tschechen. Wenn dieser Pass gekommen wäre. Im Augenblick muss Sturm Graz versuchen, dieses Spiel ein bisschen zu beruhigen. Ball lang in den eigenen Reihen zu halten. Und das gelingt nicht in diesem Augenblick. Und die Spieler von Opera hören wieder im Einsatz. Schön gespielt, jetzt könnte was werden. Jetzt könnte es schnell gehen. Über die vollkommen freie linke Seite. Riemer, Sturm Graz an der Strafraumgrenze. Ein Schuss könnte es werden, das wird auch. Aber das ist Werbung für die Firmen, die für Bad Waltersdorf Unterstützung bilden. Also weit übers Tor, aber der Versuch war gut, die Idee war gut. Vor allem die des Seitenwechsels. War schön zu sehen, es plötzlich wurde die Seite gewechselt und es geht dann schnell weiter. Einwurf. Trommer wird geworfen. Opa war mit dem Flankball. Niemand tätig. Niemand hat ihn gedeckt, wollte ich sagen.
Schrecken für einer und jetzt könnte es gut gehen, schnell gehen. Amoa. Und es gibt Eckball. Aber Amoa, der Mann, der hat Tempo, berühmter Vater, der bei Sturm noch immer als der teuerste Kauf gibt, Charles Amoa. Und dass der junge Mann hier sein Sohn, Halbprofi, aber technisch unglaublich gut beschlagen. Und vor allem, was mich fasziniert, war jetzt leider noch nicht zu sehen, seine Schnelligkeit, wenn er. Eckball kommt rein und aus der Gefahrenzone. Aber noch Ballbesitz für Sturm Graz. Da kann man einiges machen. Ich habe vielleicht im Hintergrund gehört, ruhig, ruhig spielen. Und das ist auch das, was ich mit vorhin immer vorhin im Kommentar gesagt habe, ruhig spielen. Das Spiel irgendwie runterzuholen, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, damit man eben dem Gegner viel, nicht viel Platz lassen kann, zu attackieren. Aber wir schauen uns jetzt diese Aktion an. Schön, herrlicher Schuss. Aber der Torhüter ist da. Die Idee war gut, dann, wenn ihn der getroffen hat, Ausschuss ausschießen kann, der Goalie. Das haben wir jetzt gesehen. Der geht locker zum gegnerischen 16er und es gibt immerhin Einwurf für Opera. Und das ist diesem weiten Ausschuss geschuldet. Und die machen das, was der Trainer von Sturm Graz fordert, den Ball lang in den eigenen Reihen zu halten. Kaum sage ich's, ist er weg. Ballverlust, bitter im eigenen Strafraum. Nee, nicht der Einwurf. Das ist jetzt die Trinkpause. Es ist unglaublich schwül hier. Wir werden sagen, es ist eh noch bewölkt und es ist unglaublich schwül hier und wir haben es auch mit den Zusehen in der Pause, die haben es uns bestätigt. Es ist und das schaut jetzt alles so gemütlich aus, das ist alles durchgetestet. Man muss da diese ganzen Regeln mit Corona einhalten und. Und das macht hier Bad Waltersdorf sehr, sehr gut. Gibt es überall die Sprays, wo man sich desinfizieren kann. Es dürfen nur 200 Zuseher rein. Genau diese Grenze haben sie gezogen. Das ist eine Vorgabe der österreichischen Bundesliga, damit diese Spiele stattfinden. Sie werden sagen, wieso 200, ich kann es Ihnen auch nicht sagen, ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie 201 reinlassen, dann brauchen Sie einen Corona-Beauftragten, den die Bundesliga stellt und der kostet unglaublich, jetzt ist relativ, aber kostet so viel Geld, dass das Freundschaftsspiel wirklich zu einem Defizit wird, wenn du diesen Corona-Beauftragten dann auch noch bezahlen musst. Ja, der wird sicher 2.000, 3.000 Euro mit Anfahrtsspesen und so weiter verlangen. Also sind die 200, die hier drinnen sind, das ist gestartet, weil sie sich sicher wundern werden, ein Spiel mit 550 hat es auch gegeben, da war dann der Corona-Beauftragte dabei. Sturm jetzt
mit dem Pass in die Tiefe und da war leider die Fahne des Linienrichters oben. Aber so geht's, so kann man diese Abwehr knacken und ich glaube, auch wenn es abseits war, es soll Motivation sein. Da geht noch was, da geht einiges noch in dieser Begegnung. Wir sind in der 70. Spielminute, also 20 Minuten noch und in 20 Minuten ja, kann da hier unglaublich viel passieren. Ja, der Mann mit der Nummer 25 ist einer, der lässt er weiterspielen, Schiedsrichter Schneidl. Und jetzt kommt der Pass. Prima, Sturm Graz im Ballbesitz. Amoa bietet sich an. Steht ganz allein auf der anderen Seite. Wieder. Der Mann, der da im Hintergrund so schreit, und das ist der Trainer von den Gästen. Ich habe es Ihnen gesagt, Sie haben das Trainingslager, die Mannschaft von Opera hier in Bad Waltersdorf, verbracht und haben hier als Krönung, als Abschied sozusagen, weil sie sofort nach Spielende nach Hause fahren, dieses Spiel gegen Sturm Graz dann noch als quasi Zuckerl bekommen. Zurück zum Torhüter, der muss weg, nämlich mit dem Ball. Amor. Und so. Bias Schützenauer, Sturmkohle. Aber Sie sehen es, da gelingt nicht, die Abwehr so aufzustellen, dass hier die Gefahr, puh, wenn da jemand mitgelaufen wäre. Dann wäre alles zu spät gewesen. Zwei tschechische Spieler rutschen am Leder vorbei. Und ja, normal erwischt einer den Ball und das Netz zappelt. Wieder die Tschechen. Schöne Flanke. Gut abgewehrt. Und jetzt kann es gehen. Hey. Ja, gut. Hat spektakulär ausgeschaut. Wunderbarer Salto. Fürs Bodenturnen eine absolute römisch 1, für Fußball, ja, gibt es hier keine Haltungsnoten. Ja, und das ist genau, wenn Sie es beobachten, wir versuchen den Ball in den eigenen Reihen zu halten, solange es geht. Und dann, wenn irgendwie eine Möglichkeit entsteht, eine Möglichkeit sich auftut, dann läuft die Maschine. Anblick gelingt es aber nicht, weil Sturm sehr, sehr konzentriert agiert. Ja, abseits. Bacher wollte. Aber die Fahne des Linienrichters hat dieses Vorhaben relativ schnell beendet. Weiter Abschlag des Torhüters. Abseits. Auch hier. Ganze Torhüter, also Pia Schützenauer, den sollen wir attackieren. Da gibt es ein paar Unsicherheiten. Jetzt kommt Flanke rein, da ist irgendein Kopf, niemand deckt die Rückennummer 25 und jetzt der Schuss und der geht
Gott sei Dank aus Sicht von Sturm Graz weit am Tor vorbei. Aber im Augenblick, und ich erlaube mir das zu sagen, sind die Tschechen, ist das Team von Opava die aktivere Mannschaft in diesem Freundschaftsspiel. Wir schauen wieder auf die Uhr. Wir haben noch eine Viertelstunde zu spielen. Sturm gegen Opava 1:1. Jakub Jantscher hat Sturm Graz mit einem Elfmeter-Tor in Führung gebracht. Im Augenblick sind die Tschechen die Mannschaft, die das Spiel kontrollieren. Torhüter mit einem Abschlag. Das hat nicht funktioniert. Wieder Fahne des Linienrichters oben. Foul hat es hier gegeben. Eine Rempelei, die sofort geahndet wird. Ja, aus Sicht von Opava mit einem 1:1 gegen Sturm Graz am Ende des Trainingslagers nach Hause zu fahren, das ist doch was, denke ich mir. Nächste Freistoßgeschichte Richtung Tor von Sturm Graz. Schnell gespielt, zum Glück ausgerutscht. Und jetzt könnt's schnell gehen. Dann läuft niemand mit und der Schuss und dann ist der Torhüter da. Bacher hat hier im Alleingang versucht, aber was hat er machen sollen? Da war niemand mit dabei. Aber der Schuss war aufs Tor, er war platziert und der Torhüter hat aber keinerlei Probleme gehabt, das Leder unter Kontrolle zu bringen. Sturm im Ball, Bacher. Einwurf für Opava. Kompotsch kommt neun Spiel mit der Rückennummer 14 oder auch Schendl mit der Rückennummer 16. Also, da ruschiert der Trainer. Das ist auch vollkommen richtig bei Testspielen, um zu erkennen, wer. Ja, schöner Pass auf Amor. Der kennt, das tut er auch. Sie sehen es technisch unglaublich gut. Auf steirisch gesagt, wollte ich Ihnen sagen, dann war es leider. Ui, gefährlich, gefährlich. Diese Abschläge des Torhüters. Schützenau. Kriege ich immer so ein leichtes Adrenalin-Gefühl. Aber das war schön gespielt, ehrlicher Doppelpass. Kein Abseits, oder doch, ja. Abseits. Innenrichter hatte die Fahne oben. Klare Geschichte. Ja, kein Abseits, pardon, muss mich korrigieren. Ein Foul gegeben, dass ich aus dieser Position nicht sehen konnte. Sturm auf jeden Fall im Ballbesitz und jetzt wäre eine Flanke, würde dem Spiel gut tun. Aber leider Ballverlust und die schalten schnell um, die Tschechen. Ja, gut gemacht. Bacher kriegt die Ermahnung des Schiedsrichters. Ja, da wird gewechselt bei den Gästen. Ach, der Trainer von Opava. Ja.
Jerzy Balacek hat hier gesagt, der bringt die ganze Mannschaft ins Spiel. Das ist auch Zweck der Übung bei Testspielen. Zirek. Der sieht hier. Gut gelöst. Diese Geschichte von Sturm Graz. Kein jetzt gibt es das Foul, richtig. Richtige Entscheidung von Schiedsrichter Steindl. Er wollte nur ist hier ziemlich unseriös vom Ball getrennt worden, deswegen auch die Geschichte. Schüttelnauer. Weiter Ball nach vorne, aber die stehen gut, die tschechische Verteidigung. Und jetzt den Torhüter attackieren, das ist die Geschichte, die sie wollen. Schützenauer nervös zu machen und Koch ist hier gefault worden und alles gut. Die haben es nur reklamiert, die Spieler. Da könnte noch was gehen. Davon überzeugt, dass da noch die eine oder andere schöne Aktion kommen wird. Das ist genau diese Geschichte, die wichtig ist, im Augenblick den Ball nicht zu verlieren. Das macht Sturm jetzt in dieser Phase sehr gut. Seitenwechsel, da muss der Gegner reagieren. Jetzt ist die wichtigste Phase, ist ein Pass, eine Flanke und du bist im Strafraum. Und das hat nicht funktioniert. Freistoß für Opera. Noch ein Tausch bei den Gästen. Zwei Spieler mit der Rücknummer 14. Klavin und mit der Rückennummer 19. 90, pardon, steht ebenfalls Klavin um. Das kann es nicht sein, aber da werden heute alle Spieler von Opava zum Einsatz kommen. Beziehungsweise alle Dressen verwendet. Die also ein weiter schöner Pass, aber unter Kontrolle und jetzt kommt genau das Spiel, wie es funktionieren sollte. Dann zum Schluss der Seitenwechsel, der Haken im Strafraum, der Schuss. Und Gott sei Dank, ein Schusserl. Aber wir haben es jetzt von den Tschechen sehr schön gesehen, wie man aus einer Angriffssituation oder aus einer Angriffssituation reagieren kann und plötzlich den Gegner selbst ins Spiel bringt. Freistoß für Sturm.
Schauen auf die Uhr. Wir haben 84 Minuten gespielt. Gute 5 Minuten wären noch. Das wäre noch was. Hui, herrlicher Schuss. Ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Kaum sage ich, Husbeck hat geschossen. Kaum sage ich, das wäre doch was gewesen. Ja, jetzt haben die das Problem, da ist niemand anspielbar. Ja, jetzt ist der Schiedsrichter bald einmal ein ernsthaftes Wort. Ja. Gefährliche Geschichte, der Mann mit der Rücknummer 25, der hat schon einige Probleme. Bereitet Einwurf für Sturm Graz. Linienrichter hat die Fahne umgehabt. Herrlicher Pass. Zuckerpass würde man es nennen und dann funktioniert der Weg in den Strafraum. Gott sei Dank aus Sicht von Sturm Graz nicht. Aber schön gespielt und technisch perfekte Ballannahme. Pass. So. Kommt der Kopfball allerdings aus irgendjemand hin. Versucht der Fallrückzieher. Schöne Aktion. Nichts passiert. Wir schauen auf die Uhr und haben noch 3 Minuten. Der könnte gar nichts. Der hat den Tormann in irgendeiner Form beschäftigt, aber es war ein Schüsschen. Das war Tschechen haben das noch nicht aufgegeben und das spürt man, da ist mehr Energie dahinter im Augenblick. Schöner Pass, schon gut gemacht. Jetzt wird 25 wieder genau ins Spiel kommen und der Haken, den kann er perfekt. Der kann schießen, wollte auch. Und Sturm bringt das Leer in Wahrheit nicht wirklich weg. Nächste Aktion. Den Opera. Haken und Einwurf. Aber zusammenfassend ist das natürlich jetzt die Zeit, wo man verhindert, dass Sturm angreifen kann, weil sie beschäftigt sind mit Zweikämpfen im Strafraum, im Strafraum vom Sturm Graz, im eigenen Strafraum. Und Husbeck hat jetzt den Schiedsrichter nur gefragt, wie lange geht's noch, und wenn er die Uhr parallel mit uns laufen hat, dann geht's noch 1 Minute und 50 Sekunden. 1:1 steht hier in diesem Match. Jakob Janscher, der Torschütze für Sturm Graz. Und ja, jetzt schauen wir, ob der Eckball, der von den Gästen kommt, ob der Gefahr ist. Ist er nicht. Abstoß vom Gehäuse. Sturm Graz. Aber trotz allem ein Spiel, das spannend war zum Zuschauen. Wir hatten schöne Kombinationen. Tschechen waren ein absolut ebenbürtiger Gegner. Und Sturm Graz hat natürlich alles probiert, was man probieren kann. Und das ist auch gut so in einem Testmatch. Alles einzusetzen, alle Positionen zu rochieren, neue Taktiken zu probieren. Jetzt zum Beispiel ganz wichtig, den Ball in den eigenen Reihen halten. Ja, nicht das Leder verlieren in der letzten Minute. Das kann dann gefährlich werden. Und kaum sage ich, es ist schon passiert. Und Gott sei Dank. Und der kann gehen. Jetzt schauen wir mal, wie der laufen kann. Der Amor.
Letzte Spielminute, vielleicht geht da noch was. Das wäre noch was. Schöner Abschluss. Schendl, der Mann mit der Rücknummer 16, vor ein paar Minuten ins Spiel gekommen. Herrlicher Pass auf die andere Seite, Amoa. Und dann klappt es um ein paar Schritte nicht. Ja, und das war's. Das war der Schlusspfiff des Schiedsrichters. Das dritte Testspiel und Freundschaftsspiel zwischen Sturm und Opava endet 1:1. Der Torschütze für Sturm Graz, Jakob Jantscher, aus einem Elfmeter. Wir dürfen uns bei Ihnen sehr, sehr herzlich bedanken, dass Sie mit dabei waren. Sie haben gesehen, da wird gearbeitet bei beiden Teams, bei Sturm vor allem. Taktische Überlegungen, alle Spieler kommen zum Einsatz. Der Trainer möchte sich ein Bild machen und wird dann am Ende dieser Testphase sicher das Team finden, das hoffentlich in der Meisterschaft, kein Mensch weiß, was losgeht, vorne mit dabei ist oder zumindest ein Team, das man sich gerne anschaut. Wir haben viele schöne Spielzüge gesehen. Dem tschechischen Team wünschen wir eine gute Heimreise. 5 Stunden haben die jetzt noch vor sich, Busfahrt. Das Trainingslager in der Steiermark ist für dieses Team zu Ende. Sie haben es genossen, sie waren zufrieden und haben gesagt, das ist ja, der Höhepunkt gewesen des Trainingslagers, eben dieses Spiel gegen den SK Buntigammer Sturm. Während hier die Spieler noch im Spielfeld ein bisschen diskutieren, tratschen, dürfen wir uns von Ihnen verabschieden. Vielen Dank, wie gesagt, dass Sie dabei waren. Ich hoffe aufs nächste Mal, aufs nächste Testspiel, wenn wir uns wieder hören. Verbringen Sie noch ein wunderschönes Wochenende, einen schönen Feiertag. Und vor allem eins ist wichtig, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, kommen Sie bitte gut nach Hause.